Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video? Heute mit Jessique und Take It. Bin ich sehr gespannt drauf. Habe ich drauf gewartet. Hat er ja schon ein bisschen schon von gezeigt. Auf seinem Instagram. Geil. Fand ich da schon sehr geil, wo er das erste Mal so ein bisschen angeteasert hatte. Natürlich mit dem Video noch geiler, dieses TikTok-Video, da, was das war. Ich glaube, das war ein Ausschnitt hier aus dem Video. Bin ich sehr gespannt drauf. Wir gehen direkt rein. Take it, let's go. Ich wollte gerade sagen, das ist London, weil hier hinten so diese Brücke, ne? Aber wo ist denn das? Crazy. Sieht aber cool aus. Sieht sehr cool aus. So ein. Ey, ich finde das so cool, ne? Alleine, wenn du so dir das siehst, so. Du kriegst einfach so ein Lächeln im Gesicht. Den Mann, oder wenn du den Mann siehst. Kriegst einfach ein Lächeln im Gesicht. Alleine seine Ausstrahlung schon ist so cool. Der Mann ist so eine Rettung für Deutschmusik, sag ich ehrlich. Der ist so ein Monster. Holy shit. Das fängt besser an, als ich gedacht habe. Hohoho! Ja! Ich denk an dich, obwohl ich das nicht darf. Deine Gesellschaft tut mich gut. Du rufst dich an auf meinem achten Glas. Yeah. Boah. 33 Sekunden, ich bin verliebt in diesen Song. Alter, wie kann man... Ey, Jessique ist so geisteskrank geil, weil der so eine geile Stimme hat, aber auch wie er sie benutzt, ne? Alleine hier. Ich hab ganz vergessen, dass das ja das war, was der geleakt hat. Halt's Maul. Ach du Scheiße. Ey, ich krieg Gänsehaut bei dem, ne? Das ist unfassbar. Alleine dieser Übergang. So, du denkst so, okay, cool, du bist so, ne, in so einem smoothen Shit halt. Und dann dreht der auf einmal nochmal wieder auf. Junge, das ist nicht mehr normal, da geht meine Stimme sogar flöten. Bro, wer mir sagen will, dass der Mann nichts drauf hat, ist ja quatschig. Also der hat aber so eine Scheiße, was ist das denn? Auch mit diese Pause einfach jetzt. Und dann bewegt er sich. Ihr wisst ja, ne, ich stehe auf so eine Scheiße. Hat er mich auch wieder mit, ne? Noch mehr. Aber das ist ja das, was er wirklich macht, ne? Genau seinen Körper so bewegt. Und das im Video. Baby, oh, can you take it? Baby, can you Ich finde es auch geil, dass er Deutsch und Englisch wieder. Ich sag's immer wieder, das ist der Shit. Deutsch und Englisch, 10 von 10. Und der Mann ist der Beweis dafür. Oh,
Baby, grind it just for me. Oh, yeah, oh, baby, du fährst so hart. Ich weiß, was. Ey, das ist so nett. So die Hook, die baut sich so auf, dass du denkst, du gehst in den Himmel. Also Real Talk, als würdest du fliegen. Und dann setzt der Beat gleich wieder ein. Und du denkst einfach so, ach scheiße. Das ist einfach, dein Kopf ist immer noch im Fliegen, aber du willst dich einfach nur bewegen. Junge, das ist geisteskranke Scheiße, was der hier abgeliefert hat mit dem Song. Ich hab mir irgendwie das gedacht, dass das kommt, aber das ist so dieses Ende, was du von Jazzy kennst und worauf du dich auch so ein bisschen drauf freust. So, du weißt, okay, der Song geht zu Ende, aber du weißt, das kommt und das ist auch nochmal geil. Einfach nicht mehr normal, der Mann. Also ich sag's immer wieder, ich sage, seitdem einer von euch gesagt hat, hey, hör dir Bland für dich an, seit dem Tag habe ich gesagt, wenn der, das habe ich sogar in der Reaction gesagt, wenn der noch ein bisschen an sich arbeitet, wird das Mörder-Ding. Bro, guck dir den an. Keine Ahnung, wie viele Jahre das jetzt her ist, dass der Bland für dich rausgekommen hat. 1-2 Jahre? Der Mann ist am Rasieren, aber daran siehst du, was Hustle heißt. Wenn du durchziehst, wenn du deine Stimme an dir selber auch arbeitest und trotzdem dein Ding durchziehst. Boah, das ist eine Liga für sich, der Mann. Krank. Also ich muss ehrlich sagen, 10 von 10 gefällt mir sehr gut, genauso wie dieses Video. So, es ist richtig geil gemacht, so dieses blau-schwarze, also diese ganze Beleuchtung und so. Es ist so geil gemacht. Und wie Jay-Z sich dazu bewegt, 10 von 10. Sag ich ehrlich, 10 von 10, braucht keiner mehr mitreden. Der Typ, für mich einer der größten deutschen Künstler, die in Deutschland vorzuweisen hat, zur Zeit. Hoffentlich auch noch in 10, 20 Jahren, sag ich ganz ehrlich. Weil das ist geile Musik, das ist Musik, die, da kann keiner mithalten bei ihm. So in dieser Richtung kann keiner mithalten. Keiner. Krass. Krass, 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 ey. Ich brauch unbedingt mehr. Hoffentlich kriegen wir bald mehr. Ich hoffe, ihr seid dann dabei. Könnt gerne drunter schreiben, ob ihr früher auch gedacht habt, yo, der wird groß. Oder ob ihr vielleicht sogar gedacht habt, bei Bland für dich, weiß ich nicht, Bro. Weil man hört ja, wie seine Musik sich entwickelt, wie sein Sound sich entwickelt. Würde mich sehr interessieren. Und gerne auch drunter schreiben, wie euch dieser Song gefällt. Weil ich muss ehrlich sagen, für mich einer mit der besten Songs schon. Würde ich fast schon sagen, weil es einfach so geil klingt. Krass. Gerne unten in die Kommentare und sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.